und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich habe mich lange im Internet damit beschäftigt, was jetzt mit Karkstein ist, weil für mich persönlich ist das nicht das Ende der Geschichte, aber ich habe da so ein paar kleine Probleme. Und zwar, wenn man hier auf die Quests geht, da fehlen mir für himmlische Forscherin einmal die Gruppenquest der verdorbene Stein und einmal die Gruppenquest die Zerbrochenen und die Verlorenen. Aber das letzte von diesen Quests, die wir hier haben, die verschwundene Wächterin, das haben wir abgeschlossen in der letzten Folge. Deswegen verwirrt mich das Ganze auch ein bisschen. Das hier sind alles so die anderen Sachen, die man noch machen kann. Also hier zum Beispiel verhindert eine magische Explosion in der Zaubernarbe und so weiter. Das sind alles noch Quests, die man machen kann. Die haben aber eigentlich nichts mit der Hauptquest zu tun. Soweit ich das verstehe. Also soweit ich das verstehe, ist das hier die einzige Hauptquest. Jetzt habe ich im Internet nicht wirklich was gefunden. Das ist alles so ein bisschen durcheinander und man kann nicht wirklich was daraus schließen. Es gibt zwar so eine Art Wikipedia für Teso, aber das ist in großen Stellen einfach nur grottenschlecht gemacht. Zum Beispiel steht da, dass es diese Quest gibt hier in Karkstein, aber es steht nicht, wo man sie annehmen kann und gar nichts da drin. Also ja, das sollte anscheinend mal nur eine Übersicht werden, aber keine Hilfe in dem Sinne zum Spielen. Aber der verdorbene Stein, habe ich jetzt eben gesehen, den habe ich hier unten und hier unten einmal. Ich weiß jetzt nicht, die andere Quest kann ich aktuell nicht sehen. Also im Moment sehe ich hier gar keine Quests irgendwie. Es kann aber sein, weil ich gerade nicht in den Gebieten bin. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nichtsdestotrotz heißt das dann für uns, dass wir erstmal dorthin gehen werden und... Da ist der Ausgang. Ich wollte gerade schon sagen, dass wir erstmal dorthin gehen werden und schauen werden, ob uns das Ganze vielleicht weiterhilft. Vielleicht kriegen wir ja auch die andere Quest erst dann, wenn wir diese Quest hier gemacht haben, weil das ist ja eigentlich die allererste, die wir rein theoretisch vorher hätten machen müssen, wo uns aber keiner hingeführt hat. Das ist alles so ein bisschen seltsam. Das kann natürlich damit zusammenhängen, weil das eine Gruppenquest ist. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, um Erol zu helfen. Aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Dies sind dunkle Zeiten. Und die Sterngucker sind nur noch ein Schatten dessen, was sie einst waren. Doch unsere Rolle bleibt wichtiger denn je. Braucht ihr Hilfe bei etwas? Ich? Ach, ich besorge nur Vorräte für die Sternwarte. Das ist keine Aufgabe für jemanden, der schon so viel gesehen und geleistet hat wie ihr. Erold andererseits redete ständig von uralten Ruinen, magischen Amuletten und solchen Sachen. Es klang alles sehr aufregend. Wer ist Erold? Ein Forscher. Sehr schlau, aber auch häufig zu sehr in seine Arbeit vertieft, wenn ihr mich fragt. Trotzdem helfe ich ihm gerne, wenn ich kann. Im Augenblick ist er auf der Spur von... Ach, es wäre besser, wenn ihr ihn einfach selbst danach fragt. Ich würde nur alles durcheinander bekommen. Ich werde mit Erold sprechen. Wenn ich denn weiß, wo. Anscheinend da oben im Wirtshaus. So gesehen war das jetzt gut, dass wir hier gegangen sind. Dann haben wir nochmal ein Wort davor sprechen können. So, hier sind übrigens auch zwei Dailies, wen das interessiert. Einmal die mächtige Mora ist hier und Keilstick die Axt. Moment, wo ist er jetzt hingelaufen? Nein, du bist das nicht. Moment, du hast mich jetzt fast wieder reingelegt. Du bist jemand anderes. Okay, es gibt drei Dailies hier. Atil Dale ist auch noch hier. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Also erstmal haben wir hier noch was zu lesen. Das könnt ihr natürlich gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Moment, ist das jetzt? Nee, es ist, glaube ich, jetzt nicht speziell passend zu dem, was wir jetzt gerade machen. In der Ecke. Da ist er. Hallöchen. Entschuldigt mich. Hara meint, ihr hättet euch unserer Schar angeschlossen. Das ist sehr aufregend, denn ich glaube, etwas entdeckt zu haben, was uns dabei helfen könnte, zu verstehen, wer oder was die Himmlischen wirklich sind.
Ich bin ganz Ohr. Gewisse nedische Schriften scheinen zu belegen, dass die Himmlischen nicht zum ersten Mal in Karkstein erschienen sind. Es sind größtenteils nur Legenden, doch in ihnen steckt ein Körnchen Wahrheit. Sie beschreiben Apex-Steine, über die die Himmlischen auf irgendeine Weise mit Tamriel verbunden sind. Wie hilft uns das? Ich glaube, ich weiß, wo sich der Apex-Stein des Kriegers befindet. Es steht geschrieben, dass der Krieger in Kadala wartet. Doch der Weg ist versiegelt. Wir brauchen das Amulett eines nedischen Hohepriesters, um hineinzugelangen. Leider verschwanden die Nedier schon vor Jahrhunderten. Wie gelangen wir dann zum Apex-Stein des Kriegers? Geht zu den Ruinen von Shadas Träne. Dort stand einst ein uralter nedischer Tempel. Ich bin mir sicher, dass wir dort das Amulett finden können, das wir brauchen. Doch seid auf der Hut. Schutzzauber behüten diesen Ort. Und ich habe gehört, auf den oberen Ebenen treiben sich wilde Goblins herum. Goblins? Was hofft ihr vom Apex-Stein des Kriegers erfahren zu können? Apex-Steine werden in den nedischen Schriften in unterschiedlichsten Zusammenhängen erwähnt. Aber es ist stets die Rede von einer Verbindung der Sterne zu diesen Steinen. Wenn wir diese Verbindung verstehen würden, wüssten wir vielleicht, wie man die Himmlischen aufhalten kann. Was könnt ihr mir über M'Tanax erzählen? Nedische Schriften deuten an, dass die Nedier früher Sklaven an einem Ort namens M'Tanax waren und dass sie womöglich einige Praktiken der Dwemer übernommen haben. Doch die Dwemer sind ein gewaltiges Mysterium. Es lässt sich unmöglich erraten, welche Praktiken das genau gewesen sein könnten. Erzählt mir mehr über die Nedier. Wir wissen nicht viel über sie. Sie waren eines der frühen Völker, die Karkstein besiedelten. Was wir von ihrer Geschichte kennen, erzählt von Sklaverei und Invasion. Die Dwemer, die Aileiden und schließlich die Yokodaner. Sie alle trieben ihr grausames Spiel mit den Nediern. In welcher Verbindung stehen die nedischen Priester zum Himmelstein-Amulett? Die Nedier hatten scheinbar eine ganze Reihe von Bräuchen und religiösen Praktiken, die sie immer an die Invasoren anpassten, von denen sie gerade überrannt wurden. Einer dieser Bräuche war die Verehrung der Sterne. Das Himmelstein-Amulett war ein Symbol des Priesteramtes. Okay, dann schauen wir mal. Können wir hier abkürzen? Ich glaube ja, ne? Hui, das war zwar jetzt nicht die Richtung, die ich jetzt meinte, aber so geht's auch. So, wo müssen wir denn... da müssen wir nicht hin, weil da ist gar nicht unsere Quest. Wo müssen wir denn hin? Die Mine ist hier links. Da sollte ich auf jeden Fall hinporten. Weil das doch noch ein ganzes Stück ist. So. Dann hoffe ich mal, dass wir das Ganze trotzdem hinkriegen. Auch wenn der Char jetzt nicht so... Ja, ich sag mal, fürs Kämpfen, fürs alleinige Kämpfen für so eine Mine ausgelegt ist. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen aber auf dem Weg bleiben, glaube ich, und dann da hinten runterreiten. Wenn ich da jetzt... Obwohl, wenn ich da jetzt quer durchgelaufen wäre, wäre das jetzt quasi das gleiche gewesen. Na gut, so oder so. Die Frage ist jetzt nur... Das ist noch tiefer. Ah, hier ist ein Eingang. Ah, okay. Das sieht gut aus. So, hier sind zwei Bosse drin. Okay. Wir müssen nach oben. Achso, wir müssen dann hier einmal rechts rum und dann... Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal so, dass wir die Scherbe auch holen können. Ja, nervt mich doch nicht. Auch da kommt der Nächste. Ja, dreh ihn doch wieder zu mir. Das machst du toll, Basti. Mann. Immer diese Möchtegern-Tanks, die nichts hinkriegen.
Ja, aber was ich irgendwie blöd finde, egal welchen Char man als Tank ausrüstet, er zieht die Massen immer in einen rein. Oh, hier ist noch ein Buch. Sanawars Forschungsaufzeichnung. Könnt ihr gerne durchlesen. So, ich schätze, es ist aber wohl ganz gut, wenn wir uns hier tatsächlich durchboxen. Kann er den jetzt mal ziehen? Geht doch. So, dann müssen wir uns mit dem Großen nämlich nicht abgeben. Oh, oder auch doch, weil jetzt hier der nächste Große kommt. Na toll. Okay, es ist Karkstein. Ich hätte vielleicht doch mal Bachhut reinpacken sollen. Dann solltest du dich vielleicht mal bei mir aufhalten und nicht irgendwo anders. So, ach, was machst du denn jetzt? Ich wollte gerade Barfoot nehmen, Mann. Dein Ernst? So, jetzt aber endlich mal. Moment, wir haben noch das alte Barfoot. Ja, das gibt uns nicht so viel Leben. Naja, komm. Dann ist es weg. So. Dann müssen wir in die Richtung. Ich wollte gerade sagen, Basti, kommst du auch mal mit? So, Basti, du übernimmst den da. Und ich laufe jetzt durch. Och, nee, nicht Spinnen. Warum müssen hier Spinnen sein? Warum sind Spinnen in der Dwemer-Mine? Wieso kann er hier hinterher? Hallo? Alter, Basti, was ist mit dir? Ganz ehrlich. Du bist Tank. Wieso tankst du den dann nicht? Der war so gut im Tank, aber irgendwie seit irgendwelchen Updates macht der nicht mehr, was er soll. Also er zieht zwar immer wieder zwischendurch, aber in den wichtigsten Momenten verliert er es dann einfach. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir uns hier erstmal durch eine Horde Spinnen durchkämpfen. Und dann kommt erst noch ein Boss. Das waren keine Bosse. Seid ihr euch sicher? Da hinten, der ist, glaube ich, ein Boss, oder? Natürlich müssen wir wieder Gift versprühen. Ach, der da ist, glaube ich, der Boss, ne? Nee, das sind beides. Sind es beides Bosse? Ich habe keine Ahnung. Was machst du denn da hinten? Sollst du hier nicht rumspielen? Also ich würde den Boss schon gerne erledigen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass ich so wenig Leben habe. Ich habe noch 22.000 Leben. Habe ich das sonst auch immer gehabt? Das kommt mir so wenig vor. Aber meine Champion-Punkte sind auf jeden Fall drin. Das ist schon mal gut und wichtig. Na gut. Okay, mir kommt es halt wie gesagt nur irgendwie so wenig vor. Denn jetzt hier? So nicht, mein Freund. So nicht. Oh. Hier ist ein Chest. Den nehmen wir auch mal direkt mit.
Sehr schön. Also ich muss sagen, die Verliese in Karkstein hatte ich nicht mehr so knackig in Erinnerung. Ich meine, klar, ich spiele normalerweise komplett andere Chars. Also sprich, wenn ich mit der Main durchlaufe, dann ist es ja normalerweise eine Zauberin. Oh. Hört genau zu. Ich kann mich nur kurz zeigen, denn sonst sieht mich der Feind. Erold meint es gut, aber er kann die bevorstehende Aufgabe nicht erledigen. Das müsst ihr übernehmen. Das Relikt, das ihr in den Händen haltet, nennt man das Himmelsstein-Amulett. Es wird euch Zugang zum Apexstein des Kriegers gewähren, aber es kann noch weitaus mehr. Geht zu den Mundussteinen des Fürsten, der Fürstin und des Rosses. Dies sind die Mündel des Kriegers, die er zu beschützen schwor. Das Himmelsstein-Amulett wurde eigens gefertigt, um die ätherische Energie der Mundussteine einzufangen. Ihr werdet diese Energie für die vor euch liegende Aufgabe brauchen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr sagen kann. Ich bin schon zu lange geblieben. Okay. Na gut. Oh, nee. Ja, natürlich. Basti, ich hoffe, du bist noch da. Offenbar aber nicht. Basti, tust du auch mal das, wofür du eigentlich da bist? Oh mein Gott, er tankt doch mal. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Also, er tankt schon. Aber das Problem ist halt, ich habe sehr oft gehabt, dass er genau in dem Moment so ein bisschen versagt hat, wo ich ihn am meisten brauchte. Das ist natürlich nicht so dolle. Hallo. Ja, kein Thema. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Magiker mehr. Aber danke, dass ich noch heilen durfte. Ich habe ja auch nur 5-mal drauf gedrückt. Da müssen wir das Ganze halt ein bisschen anders machen. Mit viel Heilung. Eieiei. Und wir haben eine Spur bekommen. Sehr schön. Da müssen wir nicht raus. Moment, wo müssen wir jetzt raus? Alter, ernsthaft? Hä? Das ist doch hier. Ich glaube, ich hätte einfach nur anders laufen müssen. Das ist eine Sackgasse, oder? Egal. Ich gehe erstmal hier raus und gehe da mal zum Mundusstein. Bis gleich. So, wir nehmen als erstes mal den Mundusstein. Komme ich denn da überhaupt noch hin? Moment. Dann müsste ich hier eigentlich hochklettern können, oder? Oh, komm schon. So, halt, stopp. Nürnwurz ist auch immer gern gesehen. Wo kommen die jetzt gerade auf einmal her? So, den Fürsten haben wir. Ich hoffe, dass sich da jetzt nichts dran geändert hat. Ihr habt den ersten Stein erreicht und das Amulett zeigt Wirkung. Ich habe nicht viel Zeit, also hört genau zu. Die Schlange hat uns verraten. Sie vergiftete den Geist des Kriegers und wandte ihn gegen uns. Aber meine Hoffnung ist, dass die ätherische Energie der Mundussteine es uns erlauben wird, den Griff der Schlange um den Krieger zu lockern. Okay. So, dann müssen wir grob in die Richtung. Einfach hier durchstürmen ist natürlich so eine Sache in Karkstein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Karkstein gewesen ist.
Vor allem, wenn man dann einen Char hat, der noch nicht so hoch ist. Ich meine, bei meiner Armee ist es ja nicht so schlimm. Die hat ja fast 2000 CPs. Aber hier ist es... Das war eine Tote. Okay. Hier ist es was anderes. Oh, hallo Kamel. Wie geht es dir? Die Weißkappe, die nehmen wir aber noch schnell mit. Und den schweren Sack können wir natürlich nicht stehen lassen. Ihr habt die ätherische Kraft eines weiteren Mündels des Kriegers. Gut. Die Anhänger der Schlange, der Schuppenhof, durchstreifen ganz Karkstein. Sie haben den Apexstein des Kriegers gefunden. Sie schwächten den Stein mit übler Magie. Ich glaube, die ätherische Macht des Fürsten, der Fürstin und des Rosses können den Apexstein des Kriegers wieder heil machen. Das hört sich doch gut an, vorausgesetzt, dass wir das wollen. Okay. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier... Wie wir hier am besten durchkommen. Weil das ist ein Lager, wo wir gar nicht hinwollen. So, da sollten wir eigentlich gleich den Stein sehen. Das nehmen wir natürlich auch mal kurz mit. Was bist du denn für ein kleines Vieh hier? Endlich enthält das Amulett die ätherische Energie aller drei Mündel des Kriegers. Nun beeilt euch. Die vereinte Macht des Fürsten, der Fürstin und des Rosses kann den Apexstein des Kriegers stärken und den Griff der Schlange lockern. Geht in die Ruinen von Kardala, zur Mitte jenes Punktes, an dem diese Steine ruhen. Dort drinnen befindet sich der Apexstein. Okay, die Ruinen sind in der Richtung. Ja, spring bloß kein... Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr springen. Ich wollte gerade sagen, spring bloß kein Millimeter, aber jetzt ist sie definitiv zu spät gesprungen. So. Das heißt, wir müssen hier rum. Und dann gleich nach links. Oh, was sehen meine müden Augen? Ganz, ganz wichtig. Hat man immer zu wenig von. Ach ja. Die Ruinen von Kardala. Seid auf der Hut. Mhm. Die uralten Schutzzauber, die diesen Ort behüten, könnten immer noch aktiv sein. Der Apexstein des Kriegers liegt dort drin. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Ich spüre, dass die Augen der Schlange nach uns beiden suchen. Das sind Kakerlaken oder sowas. Ja, jetzt ist die Frage. Wir müssen eigentlich nach links. Können wir da hin? Wahrscheinlich ja, weil da ist eine Treppe eingezeichnet. Allerdings würde ich natürlich auch gerne noch die Scherbe und so weiter mitholen. Das ist nur... Okay, das ist auf jeden Fall ein Foliant. Hier stehen unbegraben die ewigen, die ewig lebenden Wächter. Möge ihre Wacht Immersens sein und verhindern, dass Schaden oder Hass die freien Träume der Toten stören. Ich kann gerade nicht richtig reden. Das tut mir wirklich leid. Ah. Wenn ich mal sterbe, ist nicht so schlimm, aber ich laufe jetzt hier einfach mal durch. Das ist mir... Entzündet es! Dauert mir hier sonst zu lang. Ich meine, es gab hier auch irgendwo eine Stelle. Oh, na toll. Der Apexstein wartet hinter dieser Tür. Die Mündel des Kriegers werden eure Schritte lenken. Tschüss!
Noch mehr? Feiglinge! Allesamt! Ja, Ross, erreicht den Apexstein. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was sie jetzt eigentlich gesagt hat. Die Leuchten abgeschlossen. Okay, also man muss sich anscheinend nur überall einmal draufstellen. Endlich steht der Apexstein des Kriegers vor uns. Ich spüre die Macht der Schlange an diesem Ort. Ich muss fliehen, bevor auch ich umschlungen bin. Er versucht sich aus der Welt zu stehlen. Und ich spüre, dass das hier alles ein bisschen schwieriger sein wird. Das Himmelsstein-Amulett ist mit der ätherischen Macht des Fürsten, der Fürstin und des Rosses aufgeladen. Benutzt es, um den Apexstein von der Verderbnis der Schlange zu läutern. Basti, du bist noch bei mir, ja? Wir sind nämlich in Karkstein. Das ist hier alles so ein bisschen schwieriger. Den erstmal weg. Jetzt kommt ja auch noch eine Schlange. Jetzt kommen hier mehrere Schlangen. Ja, mir gerade auch, Basti. Mach mal was für dein Geld hier. Gar nicht mehr da. Okay. Was, sie hatte keine Lust mehr. Mach bloß nicht das, was ich drücke. Kein Thema. Also mit dem Char durch Karkstein zu laufen, das will schon was heißen, bin ich ganz ehrlich. Und er hat jetzt 605 CP, also nicht gerade wenig. Hatte ich nicht so schwer in Erinnerung. Großer Krieger, ich bin eure Stärke. Lasst ab von diesem Wahnsinn und werdet gesund. Großer Krieger, ich bin eure Gnade. Lasst ab von diesem Wahnsinn und erinnert euch des Friedens. Großer Krieger, ich bin eure Schnelligkeit. Lasst ab von diesem Wahnsinn und reitet wieder unseren Feind. Ihr habt den Apexstein von meinem Gift befreit. Schlau. Allzu schlau für eine Sterbliche. Sie hat euch geholfen, nicht wahr? Ich kann ihre Angst an euch riechen. Sei's drum. Ich werde sie schon bald finden und verschlingen. So wie ich ihre Geschwister, die anderen Wächter, verschlungen habe. Glaubt ja nicht, dass ihr großen Erfolg hattet. Der Schaden ist angerichtet. Der Krieger ist aus dem Himmel herabgestürzt und nun in sterblicher Gestalt gefangen. Er ist mein. Ja, hat er wohl nicht ganz unrecht mit. Kehrt zu Erol zurück. Ja, dann würde ich sagen, ich mache das mal. Ich werde dann aber jetzt offline nochmal kurz hier vorne die Scherbe holen und den Boss hier besiegen. Vielleicht spiele ich das noch kurz ein. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lasse ich das im Schnelldurchlauf laufen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich dann auch hörtechnisch in der Hauptstadt wieder. Bis gleich. Glaubt ihr, ihr könnt eine Armee aus den alten Legenden besiegen? Narren!
So, wir sind in der Hauptstadt und ja, ich denke, meine Vermutung ist richtig. Ja, wir müssen wieder hier zur Taverne zurück. Ich habe auch gesehen, dass da noch was anderes war, aber ich glaube, das war eine andere Hauptquest, die ich da gesehen hatte. Ich glaube, das hatte jetzt nichts mit den Karkstein-Quests zu tun. Aber finde ich gut. Moment, doch, ist doch hier oben. Finde ich gut. Finde ich nur blöd, dass die Reihenfolge jetzt halt so geändert ist. Weil die Quest hat uns ja, wenn ich mich richtig erinnere, direkt hier hingeführt zu dem Haupthaus. Da seid ihr ja wieder. Ich fing schon an, mir Sorgen um eure Unversehrtheit zu machen. Habt ihr das Amulett gefunden? Erzählt mir alles, was passiert ist. Die Schlange hatte den Apexstein des Kriegers vergiftet, aber ich habe ihn wieder heil gemacht. Den Apexstein wieder heil gemacht? Unglaublich. Dann waren meine Prognosen genauer als erwartet und ihr habt mehr getan, als ich je von euch hätte erbitten können. Ich werde das Amulett nun fürs Erste sicher bei den Sternguckern verwahren. Vielleicht können wir noch mehr von ihm lernen. Und wir haben ein robustes Schild erhalten vom Weg des Feuers. Ja, sehr geil. Damit haben wir dann auch diese Quest jetzt erledigt. Die Frage ist jetzt nur, wo kommen wir jetzt weiter? Die Zerbrochenen und die Verlorenen haben wir jetzt noch. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt... Ah ja, doch. Die Zerbrochenen und die Verlorenen. Das ist genau die nächste Quest, die wir jetzt bräuchten. Ich gehe mal eben mit euch nach unten, um zu gucken, ob die jetzt auch tatsächlich hier vorne ist. Was ist? Oder hier sollte die drin sein? Nee, das ist dann wahrscheinlich die Sternguckerin. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann können wir in der nächsten Folge die, ja, noch nicht gemachte Quest von der Hauptreihe machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.